Mit Frankreich gastiert der absolute Top-Favorit der EM-Quali-Gruppe H auf das U21-Nationalteam. Die Les Bleus rangieren ungeschlagen auf Platz 1, besitzen einen höheren Marktwert als das ÖFB-A-Nationalteam und haben mit Thierry Henry einen ehemaligen Welt- und Europameister auf der Trainerbank sitzen. Eine wahre Herkulesaufgabe also für die ÖFB-Elf, die allerdings beherzt in die Partie startet und durch Tiano Barlow zur ersten richtig guten Möglichkeit kommt, Minute 21. Barlow mit dem Ballgewinn, dann macht Demir schnell ein erstes Anzeichen, dass die Franzosen defensiv durchaus verwundbar sind. Und auch in der nächsten Szene Demir auf Barlow, der da frei zum Abschluss kommt, den Ball aber neben das Tor setzt. Und auch die nächste Szene nach einem Standard. Demir findet Querfeld und dann Paul Friedrich Koller in der Mitte zur 1:0 Führung. Richtig gute Eckball-Variante. Querfeld legt nochmal ab in die Mitte. Paul Friedrich Koller antizipiert gut, macht den Schritt gegen den Ball und sorgt so für 1:0 Führung und grenzenlosen Jubel auf der Betreuerbank. Die ÖFB-Elf legt also gegen den haushohen Favoriten vor und die Jungs von Werner Gregoritsch, sie hatten noch nicht genug. Lang an die Stange und dann Demir abermals ans Aluminium. Die Riesenmöglichkeit in Minute 30. Schön gemacht von Lang, der da aufblickt. Und dann verspringt Demir der Ball, der war nicht leicht zu nehmen aus vollem Lauf. Die Franzosen in der ersten Halbzeit regelrecht überrollt von den mutig aufspielenden Österreichern. Offensiv gibt es für den haushohen Favoriten nichts zu vermelden. Somit geht es mit einer hochverdienten Führung für Rot-Weiß-Rot in die Pause. Mit Wut im Bauch kommen die Franzosen dann auch aus der Kabine und finden nach Wiederanpfiff ihre beste Möglichkeit vor. Rayan Cherki mit der Riesenchance. Der Mann mit bereits über 100 Spielen für Olympique Lyon findet aber in Nick Polster vom SV Horn seinen Meister. Die Heimischen lassen sich dadurch aber nicht beirren. Quasi direkt im Gegenzug ist es Niki Veratschnik, der zum Abschluss kommt. Der zwar drüber geht, aber ein wichtiges Zeichen setzt, dass man sich hier nicht hinten reindrücken lässt. Nach dem rasanten Beginn der zweiten Halbzeit flacht die Partie dann etwas ab, bis in Minute 69 Manuel Polster den Ball erobern kann. Sein Abschluss wieder an die Stange. Zum dritten Mal an diesem Abend rettet Aluminium die Franzosen. Viele gute Möglichkeiten heute also aus dem Spiel. Die absolute Waffe der Österreicher bleiben allerdings die Standards. Minute 75, Paul Friedrich Koller zum zweiten. Der Jubel im ÖFB-Lager grenzenlos. Die Überraschung, sie ist zum Greifen nahe und wieder ist es der Innenverteidiger von Altach, der goldrichtig steht. Keine Chance zur Abwehr und damit in Minute 75 die 2-Tore-Führung für Rot-Weiß-Rot. Der Jubel nicht nur beim Torschützen und den 2700 Zusehern in der Innviertel-Arena riesengroß, auch beim Teamchef ist die Erleichterung anzumerken. Und fast hätte die Gregoritsch-Elf noch einen draufgesetzt. Der eingewechselte Bernhard Zimmermann an die Stange zum vierten Mal in diesem Spiel. Wir schreiben allerdings bereits die Nachspielzeit und somit brechen danach alle Dämme. Die ÖFB U21-Auswahl gewinnt gegen den haushohen Favoriten aus Frankreich hochverdient mit 2:0.
Das sind Spiele, die vergisst nie im Leben, habe ich gesagt zu ihnen, wenn es gut geht. Und das war heute gut. Und ich muss auch sagen, ich hätte auch zuerst nicht geglaubt, dass wir gegen diese Mannschaft gewinnen. Aber das ist natürlich eine super Geschichte, muss man ehrlich sagen. Nicht? War natürlich geil, dass ich da zwei Tore gemacht habe. Ja, ich denke, das ist ein Bonuspunkt für einen Innenverteidiger. Kann vielleicht nicht jeder die Torgefahr. Aber ja, ich glaube, überragend ist, dass wir heute zu Null gegen Frankreich gespielt haben, dass wir nicht viel zugelassen haben. Ich glaube, eine Chance, vielleicht eine zweite Halbchance noch. Aber ich glaube, dass wir heute felsenfest hinten drin gestanden sind und nichts zugelassen haben. Und das war das Wichtigste heute, glaube ich. Ich glaube, ja, wir haben einen klaren Ball angehabt und haben den, ich würde fast sagen, zu 100% umgesetzt. Wir waren defensiv sehr, sehr kompakt. Haben, wenn man bedenkt, was für Gegner das war, eigentlich fast keine Chancen zulassen. Haben offensiv immer wieder Nadelstiche gesetzt, haben, ich glaube, viermal an die Stange geschossen. Also ich glaube, das war auf jeden Fall ein verdienter Sieg. In den Medien ist es eigentlich schon abgeschrieben worden, die Quali war erledigt. Das war heute ein ordentliches Statement von euch, oder? Ja, ich glaube, viel klarer kann es nicht sein. Die besten Statements sind immer am Platz. Und ja, schauen wir mal, was das mal schreiben wir bei uns. Ja, ich denke auf jeden Fall, aber ich glaube, dass wir bei uns geblieben sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste in der Situation. Wir haben gewusst, was wir für eine Mannschaft sind, was wir für ein Potenzial haben. Der Trainer hat uns vor dem Spiel gesagt, dass wir da heute gewinnen können. Und ich glaube, das haben wir auf den Platz gebracht und jedem bewiesen, dass wir eine super Mannschaft sind. Man darf die unter 21 und den Werner Gregoritsch nie abschreiben. Das ist einmal ein Faktum, was mache. Da haben schon viele draufgezahlt im Leben bei mir. Es ist legitim. Das muss, aber man muss auch ein bisschen korrekt bleiben. Und da muss ich sagen, ich glaube, dass wir sehr gut miteinander alle arbeiten, auch die Betreuer. Und darum sage ich, war es heute ein wunderschöner Tag.